Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Heute geht es mal um die Panzerglasfolien für die Samsung-Modelle. Und zwar für die sogenannten Edge-Modelle. Die neueren Modelle sind ja alle mit diesen abgerundeten Kanten. Und das Problem ist, dass wir da nie eine ordentliche Panzerschutzfolie für im Laden haben und irgendwie da auch keine finden. Jetzt haben wir mal eine neue bestellt, die gibt es ungefähr so seit einem halben Jahr. Ich wollte allerdings jetzt erstmal abwarten, wie sich diese Folien entwickeln. Und zwar ist das eine Folie, die vollflächig auf die Displays aufgeklebt wird. Und wir haben die Tage bekommen und jetzt ist vorgestern ein Kunde reingekommen und sagte zu uns, ob wir denn da für seinen S9 oder S8, bin ich jetzt nicht sicher, eine Panzerfolie hätten. Und da habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, haben wir da. Ist aber eher so experimentell. Weil ich war jetzt etwas überrascht von dem Kunden und hatte mich selber noch nicht darauf vorbereitet, weil ich wollte eigentlich, in aller Ruhe mal dieses Verfahren testen und dachte dann, na gut, dann gucken wir mal, wie innovativ das ist und testen es mal am Modell. Ich habe mir dann im Nachhinein einige Videos angeguckt und musste feststellen, dass ich also drei entscheidende Fehler hatte, die aber am Ende jetzt nicht das Ergebnis so verschlechtert haben. Aber was das genau war, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja, wir beziehen die entsprechenden Panzerglasfolien von einem Großhändler und der hatte die jetzt, obwohl sie ja schon so ein halbes Jahr auf dem Markt gibt, als neu angepriesen. Und da dachte ich, ja, gute Gelegenheit, probieren wir mal. Ich habe früher in deren Zeiten, wo sich das noch gelohnt hat, auch Displays tatsächlich recycelt, indem ich das Glas vom LCD getrennt habe und die dann wieder neu verklebt habe. Der Aufwand war aber immer sehr enorm und hat sich dann im Nachhinein auch nicht mehr gelohnt, weil der ein oder andere Chinese sich darauf spezialisiert hat. Deswegen habe ich meine ganze Ausstattung dann verkauft. Aber ich dachte, mit der Erfahrung, die ich da habe, kann ich doch hier schnell mal so eine spontane Aktion machen. Und habe dann einfach mal angefangen. Der Kunde hat hier assistiert, netterweise sogar mit dem Video. Danke nochmal dafür. Und so konnten wir sofort loslegen. Ja, als erstes habe ich hier das Display, wie in der Anleitung empfohlen, gereinigt. Das ist natürlich besonders wichtig, denn nur ein sauberer Hintergrund gewährleistet am Ende das ordentliche Ergebnis. Jetzt war hier allerdings das Display über die Maßen verdreckt, weil der Kunde hatte so eine handelsübliche Folie, die nur an den Seiten verklebt ist. Und da war auch immer der Nachteil, die Folie hat sich dann oft gelöst und hat dann auch da Dreck unterhalb der Folie gesammelt, der jetzt hier sehr hartnäckig und verknust war. Aber mit dem Alkoholpad und dem Reinigungstuch sollte das im Grunde genommen kein Problem darstellen. Nachdem das dann gereinigt wurde, dann kann man schon den Kleber aufbringen. Hier auch direkt mein erster und zweiter Fehler. Diese Klebeverpackung, sage ich jetzt mal, oder diese Hülse, die wir da haben, die lässt sich von zwei Seiten öffnen. Und ich habe die jetzt nur auf der hinteren Seite aufgemacht und habe dadurch quasi den Kleber jetzt hier so rausgedrückt, weil ich dachte, das ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Aber wenn ihr mal genau hinschaut, durch dieses Drücken sind hier kleine Blasen mit reingekommen und diese kleinen Blasen, die haben mir nachher noch das Leben schwer gemacht. Da müsst ihr mal drauf achten. Seht ihr diese Blasen da in der Mitte? Also man sollte das ja nicht meinen. Aber diese Blasen haben mir in der Tat dann gleich noch das Leben schwer gemacht. Wenn ich also
den Kleber da rauslaufen lasse am breiteren Ende, also genau auf der anderen Seite, und dann nur noch dieses schmale Ende, was ich da genutzt habe, öffne, um den Kleber ordentlich rausfließen zu lassen, dann habe ich den Vorteil, dann fließt das in der Tat, ich habe mir das mal bei Videos angeguckt, in einer Menge. Und da hat man nicht das Problem, dass diese Basen da nachhaltig drin bleiben. Guck mal, da sind sie immer noch. Ne? Also es ist ganz bescheuert. Also die sind da einfach hartnäckig drin geblieben und lassen sich auch nicht so richtig komprimieren. Der Vorteil hier ist jetzt von dem Kleber, dass der erst aushärtet, wenn man ihn mit UV-Licht bestrahlt. Und so hat man jetzt hier keine Eile. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Fehler. Also mir fällt gerade ein, ich habe sogar insgesamt 4 Fehler gemacht. Diese Flüssigkeit, die jetzt hier arbeitet, die arbeitet natürlich überall hin. Und unter anderem hier auch oben in den Ohrenlautsprecher läuft die rein. Und was noch viel nachteiliger ist, also beides nicht gut, ist, dass es links und rechts am Handy vorbeiläuft. Was grundsätzlich erstmal nicht schlimm sind, die aktuellen Geräte sind ja alle wasserdicht. Aber dadurch, dass es am Handy vorbeigelaufen ist, ist es auch hinten an die Rückseite gekommen und hat sich dann da verbreitet. Das heißt, ich hatte jetzt, werdet ihr gleich sehen, einen zusätzlichen Reinigungsaufwand. Kein Problem grundsätzlich. Wenn man genug Alkohol da hat oder unseren Entferner, Kleberentferner, dann kann man das ja alles rückstandslos entfernen. Auch der Lautsprecher, den konnte ich also hier im Grunde genommen rückstandslos den Kleber entfernen. Ich habe den also dann da aufgesaugt. Wichtig ist natürlich, dass sollte euch was in den Lautsprecher reinlaufen, dann bitte das unbedingt vor dem Aushärten da entfernen, weil wenn ihr das aushärtet, dann ist der Lautsprecher natürlich nachhaltig geschlossen und dann dürft ihr den Lautsprecher austauschen, was ja nur bei den Modellen, weil die ja so verklebt sind, auch nicht so einfach ist. Um dieses Vorbeilaufen zu vermeiden, habe ich gesehen, da nutzen andere einfache Frottee-Tücher oder sonstige Tücher, die ich jetzt hier zum Reinigen nutze, und legen die unter das Telefon. So wird dieser Kleber in seinem feuchten Zustand direkt aufgesaugt und wir haben nicht das Problem, dass die Rückseite da beschädigt wird bzw. beklebt wird. Genau das gleiche beim Ohrenlautsprecher. Es werden mit dem Set ein paar Aufkleber mitgeliefert, die im Grunde genommen auch eigentlich dafür nur da sind, dann nochmal Staubreste zu entfernen. Das seht ihr da oben links, da ist dieser blaue Kleber. Den kann man aber auch hervorragend nutzen, um den Lautsprecher vorher abzukleben. Das heißt, nehmt euch so ein, zwei von diesen Klebern, schneidet euch die vielleicht zurecht und klebt einfach den Lautsprecher ab. Dann habt ihr da die Problematik natürlich auch nicht. Ja, jetzt geht's an das Aushärten. Hier kann ich euch nur empfehlen, ein langes Kabel zu nutzen, was lang genug ist. Ist ja meistens beim Handy dabei. Und jetzt kommen wir auch zu einem der Vorteile von diesem Kleber. Das hatte mich noch an meine alte Zeit erinnert, wo ich die selber quasi verklebt habe. Wir können hier sehr punktuell arbeiten. Also da unten waren ja Luftblasen drin, die ich irgendwie nicht wegkriegte. Immer ging der Kleber wieder hoch, beziehungsweise die Folie wieder hoch. Und habt ihr gesehen, jetzt habe ich im Grunde genommen eigentlich nur da den punktuell die UV-Strahlung angebracht und schon hält das. Es geht also nicht mehr hoch, weil der Kleber sofort, sobald er mit UV-Licht in Verbindung kommt, dann auch aushärtet. Und das gleiche auch im oberen Bereich. Da war ja oben links, wenn ihr mal das Video ein Stück zurückspult, könnt ihr das genauer sehen, auch so eine Blase, da kommt sie wieder, seht ihr? Und die kriege ich ganz einfach auch hier durch das Aushärten, also durch das Aushärten unterhalb dieses Bereichs, bekomme ich die Folie stabilisiert, sie rutscht nicht mehr hin und her. Seht ihr, da rechts ist auch wieder so eine Blase.
Und die versuche ich zwar jetzt rauszurücken, aber das bringt ja nichts. Aber jetzt schaut mal, genau. Jetzt drücke ich die mit dem Finger sozusagen weg, härte das aus, warte ein paar Sekunden und wir haben hier optimal. Hier jetzt auch nochmal der Hinweis, sollte euch da in den, also in den Ohrenlautsprecher was reingelaufen sein. Wir sehen, ich spare mir diesen Bereich bewusst aus, damit ich den gleich auch noch reinigen kann. Denn ich hatte schon gemerkt, dass da mir Flüssigkeit reingelaufen ist und wollte das natürlich vermeiden. Das werde ich gleich mit Alkohol noch reinigen und kann mich aber jetzt auch auf den Rest konzentrieren. Der Kleber ist schon weitgehend ausgehärtet. Empfohlen wird hier allerdings in der Gesamtzeit, dass ihr so 3 bis 5 Minuten regelmäßig mit dieser UV-Lampe, die ja dabei geliefert wird, über das gesamte Display rauf und runter geht, damit der Kleber entsprechend aushärten kann. Ja, da oben ist so eine ganz minimale Blase, die also immer noch vom Anfangsbereich, diese Blase, die ich nicht weggekriegt habe. Aber es hat den Kunden dann am Ende nicht gestört. Es war gar nicht so, war ja wirklich nur minimal. Ja, also der Kunde war übrigens sehr mutig, muss ich dazu sagen, hat glaube ich, zugestimmt, ohne direkt zu wissen, was er da macht. So, und wenn ihr jetzt mal gesehen habt, da auf meinem Tisch, wie viel Kleber da rumliegt, der ist allerdings natürlich auch noch nicht trocken. Das ist ja der Vorteil von diesem Kleber. Das hätte man vermeiden können, wenn man da einen Lappen unten drunter gelegt hätte. Dann also von vornherein einen gut saugenden Lappen oder Krepppapier, Toilettenpapier, was auch immer. Dann hätte man wunderbar diese Reste sofort aufsaugen können und hätte jetzt nicht das Problem. Ich habe mir jetzt hier mit einem feuchten Lappen geholfen, weil der Kleber ja noch nicht ausgehärtet war. Jetzt habe ich erstmal vorgereinigt mit dem feuchten Lappen, trockne das jetzt einmal durch, reinige dabei die restlichen Kleberückstände ab und dann werdet ihr sehen, hier ist jetzt noch so ein Film drauf, so ein feiner. Den kriegen wir aber mit Alkohol, mit viel Geduld und Alkohol kriegt man den gut weg. Wir selber nutzen für diese Reinigung, so, jetzt lege ich den Lappen da mal endlich drauf, für diese Reinigung unseren Okaloka Resteentferner. Das ist ein Kleber, der ist auf Acetonbasis, beziehungsweise ein Reiniger, der ist auf Acetonbasis. Also für alle, die das nicht wissen. Also das ist eben so eine Art, wie so ein Bremsenreiniger. Der ist auch auf der gleichen Basis. So, hier habe ich die Lampe nochmal gezeigt, die dabei geliefert wird. Und jetzt härte ich nochmal alles aus. Jetzt habe ich ja die Bereiche sozusagen alle nochmal gereinigt, die also nicht ausgehärtet werden sollen, und kann jetzt schön im Nachhinein nochmal in aller Ruhe drüber gehen, damit der Kleber dann auch überall gehärtet ist. Reinigen wir noch schön den Rest und da zeige ich noch mal die Stelle, wo eine Blase sozusagen übergeblieben ist. Der Kunde hat dann oben links die Stelle angemerkt, ich habe dann die unten links, und das sind tatsächlich diese beiden kleinen Bläschen oder 3-4 Bläschen vom Anfang. Also grauenvoll, grauenvoll. So, jetzt haben wir da diesen Film, diese Reste. Ich denke, ach du meine Güte, was haben wir dem Kunden angetan? Ne, hier könnt ihr es nochmal genauer sehen. Ist also in der Tat so Überreste, aber mit unserem acetonbasierten Kleberesteentferner, da war das überhaupt kein Problem. Also der hat sofort das bisschen Film aufgenommen. Also der ist sogar in der Lage, Kleber
von der Stärke bis 1 mm aufzuweichen und zu entfernen. Und guck mal, was ist das für ein sauberes Ergebnis. Das Display sieht überhaupt nicht so aus, als wenn da eine Folie drauf wäre. Da war ich dann allerdings begeistert, muss ich sagen. Also anfängliche Skepsis hat sich hier erledigt. Muss ich echt sagen, also ganz toll. Hier wird sich natürlich am Ende zeigen, was passiert, wenn die Folie kaputt ist. Ich habe mir einige Bilder dazu angeguckt. Die Folie geht natürlich genauso kaputt wie jeder andere auch. Ist aber aus meiner Sicht schon ein bisschen stabiler am Ende. Denn dadurch, dass sie ja vollflächig verarbeitet ist, denke ich, wird sie dann vielleicht doch ein bisschen besser halten. Das wird natürlich jetzt hier nur die Praxis zeigen können. Das müssen wir einfach abwarten, wenn der Kunde jetzt wiederkommt. Ich habe also viele Bilder gesehen, wo die Kunden dann Probleme haben, die Folie am Ende zu entfernen. Hierzu muss ich allerdings sagen, das ist gar nicht so schwierig, wie man meint, weil man kann mit einem Plastikteil oder wie auch immer zwischen der Folie und dem Display hin drunter gehen und kann die dann entfernen, ohne sein eigenes gehärtetes Glas da zu verkratzen. Also von daher alles gut. Ganz entspannt sein. Hier können wir einfach mal abwarten, wenn der Kunde wiederkommt. Und vielleicht machen wir dazu dann auch noch mal ein Video. Ja, jetzt haben wir hier das Endergebnis. Bis auf, wie gesagt, diese ein, zwei kleinen Blasen finde ich das schon super. Also ganz klar, phänomenal. Jetzt teste ich ein bisschen, ob alle Funktionen noch da sind. Muss allerdings dazu sagen, ich bin Apple-User. Samsung ist nicht so meins, aber wir ziehen das natürlich durch. Und jetzt, es gibt bei Samsung so ein schönes Testmenü. Das gebe ich jetzt hier mal ein. Könnt ihr gerne auch mal ausprobieren. Das ist Stern, Raute, 0, Stern, Raute. Dadurch könnt ihr verschiedene Bereiche testen. Und hier wollten wir jetzt den Touch testen. Ich suche ihn gerade. Wo ist der Touch? Ah, da ist er. Und damit kann man dann die Funktion des Touches hier hervorragend durchtesten, um zu gucken, ist überall der Touch gegeben. Und das ist wirklich der Vorteil von diesen Festverklebten, dass auch an den Rändern der Touch gut funktioniert. Denn das ist der Manko von diesen einfachen Teilen, die letztendlich überhaupt keine Haftung da haben. Also insgesamt würde ich sagen, super Ergebnis. Würde ich an eurer Stelle ausprobieren. Habt keine Angst davor. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Wie ihr gesehen habt, gar nicht so einfach. Aber wenn man ein paar Sachen beachtet, dann geht das. Bei uns ist natürlich immer wichtig, oder der Vorteil, den wir haben, sage ich jetzt mal, dass wir natürlich auch das entsprechende Equipment im Geschäft haben und vor allen Dingen auch den Kleberentferner. Also von daher, denke ich mal, haben wir natürlich einen Vorteil. Wenn man aber mit den paar Tipps und den Sachen, die wir falsch gemacht haben, richtig umgeht und die dann richtig macht, dann sollte das eigentlich für jeden machbar sein. Wir sind gespannt auf die Langzeiteinsetzung, denn so ein Loka-Oka-Kleber kann sich ja auch mal verfärben so ein bisschen. Die werden manchmal so ein bisschen gelblich, werden allerdings von der Industrie schon seit Jahren im Displaybau eingesetzt. Also von daher, denke ich, sollte es im Grunde genommen keine Probleme geben. Wir schauen einfach mal. Ja, dann danke ich euch. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Ansonsten bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.